Wir danken dem Ehrenamt für das gemeinwohlige Vorbereiten. Wir danken dem Ehrenamt für das gemeinwohlige Vorbereiten. Gewirkt haben und weil sie aufgrund dieser aktiven Arbeit auch vorgeschlagen wurde für die Feuerwehrspannung. Und es gab dann eine Entscheidung des Ministers des Innern, von Herrn Stahlknecht, dass sie aufgrund ihrer Aktivitäten, von denen ich ja einige genau kenne und andere noch nicht, dazu wird dann Herr Blecher noch ausführen, vom Land Sachsen-Anhalt und vom Minister des Innern für würdig erachtet wurden, diese Feuerwehrspange, diese Auszeichnung der Feuerwehrspange zu erhalten. Und Herr Stahlknecht hat mich beauftragt, diese Auszeichnung an Sie zu übergeben. Er hat mich gestern angerufen und hat mich ausdrücklich auch nochmal gebeten, Ihnen die persönlichen Grüße des Innenministers zu übergeben. Er bittet um Verständnis, dass wegen der damals schwierigen Situation im Moment zu der Asylbewerbersituation er das nicht selber machen kann. Er ist ja gerade in schwierigen Verhandlungen auch mit dem Finanzminister. Und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass der kleine Landrat das dann jetzt an seiner Stelle tut. Ich mache das natürlich sehr gerne und verbinde natürlich damit auch den Dank der Landesregierung an Sie, den ich hiermit auch weiterreiche. Kameradin Schütze ist seit 12 Jahren Mitglied der Feuerwehr Allerstedt. Durch ihr engagiertes Verhalten konnten 13 Kinderfeuerwehrmitglieder gewonnen werden. Sie leistet eine hervorragende Pressearbeit für die Feuerwehr. Ja, sehr geehrte Frau Schütze, wir kennen uns auch selber. Ja, Sie sind schon eine ganze Weile in der Allerstädter Feuerwehr aktiv. Sie ist eine der sehr aktiven Feuerwehren, die wir im westlichen Bogenlandkreis haben. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich Ihnen persönlich diese Auszeichnung geben darf. Ich würde jetzt die Urkunde einmal vorlesen. Ja, und das gilt natürlich für alle in Würdigung. Beispielgebender Leistung im Feuerwehrbereich überreiche ich Frau Sarah Schütze, Freiwillige Feuerwehr Allerstädt, die Feuerwehrspange und spreche Ihnen Dank und Anerkennung. Alles Gute. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die bessere Arbeit. Wir haben die schwierigste Aufgabe. Naja, das ist das Gefährlichste. Also bitte denken Sie dran, wir brauchen die Kameraden. Das ist Frau Franziska Kögel aus der Feuerwehr Tage Werben. Kameradin Kögel ist seit 2007 Mitglied der Feuerwehr Tage Werben. 2011 ist sie stellvertretende Jugendwartin der Feuerwehr Tage Werben. Nach vielen Lehrgängen, Qualifizierungen und so weiter zur stellvertretenden Stadtjugendwartin der Stadt Weißenfels wurde sie 2013 berufen. Weiß ich, dass er über dieses, was vorgelesen wurde, hinaus eben derjenige ist, der es geschafft hat, mehrere Ortswehren, die jede für sich nicht mehr einsatzfähig waren, so an einem Standort in Spielberg zusammenzuführen, dass da jetzt wieder eine leistungsfähige Wehr entstanden ist, ohne dass es wirklich Knatsch zwischen den Altstandorten gegeben hat und ohne dass jetzt alle Kameraden aus den Altstandorten in den Bettel hingeworfen. Und das ist auch eines der großen Verdienste und das kann nur einer, der gut kommunizieren kann. Und dafür sage ich auch nochmal ganz besonders Dank. Für Punkt. Ja. Vielen Dank. Gerne. Bitte bleib bei der Stange. Auf jeden Fall. Dankeschön. Kamerad Fiedler ist seit 15 Jahren Mitglied der Feuerwehr Lossa. Von der Jugendfeuerwehr wechselte er direkt zur Einsatzabteilung und übernahm 2008 die Verantwortung als Jugendwart. Zurzeit betreut er 2 Kinder und 17 Jugendliche der Jugendabteilung der Feuerwehr Lossa. Wir kennen uns auch. Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Sehr herzlichen Dank für das Engagement, das Sie für die Kinder ja, an den Tag legen. Und reicht Ihnen sehr gerne die Urkunde für die Auszeichnung der Feuerwehr. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Und also. Kamerad Mehnert hat maßgeblich Einfluss und Anteil an der positiven Entwicklung der Ortsfeuerwehr Theißen. Er hat eine große beispielhafte Rolle zur Motivation der Kameraden der Ortswehr
und er leistet eine außerordentlich gute und gewissenhafte Arbeit, wenn der uns wert heißt. Danke Ihnen herzlich für das Engagement. Noch mehr wünsche ich Ihnen, dass Reise weiter um Georgsplatz bekommt. Kamerad Enrico Baumgarten zeichnet sich durch aktives Mitwirken im Einsatz und Ausbildungsdienst aus und seit 1994 Mitglied der Ortsfeuerwehr Theißen. Hier liegt sicherlich der Schwerpunkt auch auf den Ausbildungsdienst, denke ich mal, wenn ich das hier so aus der kurzen Zusammenfassung, Begründung rauslese. Im Namen des Innenministers die herzlichsten Glückwünsche zu der Auszeichnung. Vielen Dank für Ihr Engagement. Wirklich weiterhin das Ehrenamt hochzuhalten, die Feuerwehr Theißen zu stützen und zu stärken. Dafür nochmal herzlichen Dank.